probieren wir es nochmal. Wir müssen diese zwei Soldaten hier erledigen. Leicht eine Grille. Am helllichten Tag kommen nachts raus. Vielleicht sind sie vom Gas benebelt. Vielleicht bist du vom Gas benebelt, wenn du glaubst, das war eine Grille. Ich weiß, dass du da draußen bist! Miststück! Hab sie. Geschafft! Du hast uns gerettet! Das hat Gott sei Dank geholfen. Was finden wir? Naja. Ja, was mal? Verschwinden wir! Ich garre! Ergreift ihn! Nein! Komm her! Lass los! Scheiße. Nein! Finger weg! Para! Ihr kleinen Teufel habt also meine Soldaten getötet. Nö. Perfekt. Auf, auf. Die Taste drücken. Sarah, Alex, alles okay? Geht's dir gut? Wo ist er? Wo ist er? Weg, Fahrer. Adir! Fahrer! Adir! Lass es! Stopp! Stopp! Wir scheinen jetzt wieder in der Gegenwart zu sein. Da sehen wir ja die Vergangenheit. Es war Adir. Adir ist der Dieb. Es tut mir leid, Captain, ich wusste das es nicht. Das konntest du auch nicht. Schon gut, Fahrer. Wir kriegen ihn. Unsere Ärsche müssen sofort hier raus. Ja, das haben wir ja noch erfahren. Eingangs der letzten Folge. Mein Bruder wollte immer ohne Regeln kämpfen. Jetzt bricht er sie alle. Hadir ist nach Norden. Er wurde von Al-Katala aufgesammelt. Freiwillig oder mit Gewalt? Wissen wir nicht. Tut mir leid, Farah. Ihr Bruder ist ein Terrorist. Ist bei den Al-Katala. Wir wissen nicht, ob er ein Terrorist ist. Wahrscheinlich schon. Er kämpft nicht gegen uns. Er hätte alle töten können, als er das Gas gestohlen hat. Hat er aber nicht. Woher weißt du das? Ich war da, um es zu verhindern. Wieso weiß ich das nicht? Jetzt weiß es. Al-Katala. Wir wussten nicht, dass er es war. Jetzt wissen wir es. Wir schnappen ihn uns heute Nacht. Ich komme mit. Du jagst deinen eigenen Bruder? Er ist nicht mein Bruder. Nicht mehr. Barkov wird ein Kopfgeld auf ihn aussetzen. Dann erwischen wir ihn zuerst. Noch mehr Komplikationen und es gibt Krieg mit Russland. Dann komplizieren wir besser nichts. Das ist keine gute Idee, Farah. Wir kümmern uns hier um die Unseren. Das heißt es für gewöhnlich nicht. Wir schon. Ich will Farah im Team. Das ist keine Bitte. Na gut. Sie haben Befehlsgewalt. Sie alle. Okay, Lage bestätigt. Na dann los. Bildaufnahmen bestätigen, dass Hadir das restliche gestohlene Gas hatte, als er zu Al-Katalas brutalstem Vollstrecker Kontakt aufnahm. Dem Schlechter. Ihre Fahrzeuge wurden zu einem Wohnkomplex im Arkusgebirge verfolgt, wo wir das Versteck des Wolfs vermuten. Alex und Farah bleiben als Verstärkung in der Luft, während Bravo 6 mit einem Angriffstrupp die Chemikalien sucht und sichert, Hadir fasst und den Wolf tötet. Im Einsatzgebiet. Sicht aus. Holen wir uns den Bastard.
Das ist ja nämlich gerade an was anderes. Bestätigkommando in Bereitschaft. Müsst ihr mal wieder schießen? Lüfter 1, ziel Sichtkontakt. 15 Sekunden. Roger 1. Auf Nachtsicht, es geht los. Naja, schon. Sinne 1, überwachen. Bestätigt. Sinne überwacht. Aktivität. So. Alles gut, ich tue mal nichts. Aber ich bin sicher, dass mir da irgendwo noch einer ist. Hände, Hände, zeigt mir eure Hände! Alles sicher. Gut. 2-4 und 2-6, halten die Stellung. Okay. Müssen wir weitergehen. Aber wenn ich wieder ein bisschen Taktik mit dabei. Wir warten auf Tour, Sergeant. Ja, ist gut. Dann gehen wir mal wieder raus. Ladung platziert. Gut gemacht. Wir gehen durch die Tür. Tut mir leid, Kumpel. War nur einer. Scheinbar zumindest. Unbekannt. Oh, okay, das sind Zivilisten. Upsi, den hätte ich nicht töten müssen. Scheiße. Ja, ist das. Linke Tür gehört gesagt. Drei, unbekannt. Drei bestätigt. Die steht ja wohl. Gut gemacht, jetzt nach hinten. 6-3 bei hinterer Tür, Erdgeschoss gesichert. Roger, komme von der anderen Seite. Sergeant, Strom abstellen. Lassen wir sie im Dunkeln. Oh ja, ja. Soll ich Strom abstellen? Oder was? Machen wir es hin. Hier. Stelle den Strom an. Gute Nacht, ja. Erster Stock. Mir nach. Hier, stopp. Ja, Sir. Vorgehen. Hoch zum ersten Stock. Auf. Ach, das macht so Laune, das hier. Bewegung, linke Tür. Zwei weniger, links nachsehen. Hände, Hände! An alle Stationen, habe eine Frau, unbekannt. Verstanden, Captain. Gut, dann lassen wir die in Ruhe. Den habe ich noch mitgenommen. Den Rest des Stocks räumen, Sergeant. Smani Halla, du Halla, greifet denn nun? Da ist auf jeden Fall noch einer drin in dem Raum. Ist mir fast klar, dass da noch einer drin ist. Gesichert. Einer tot, einer unbekannt. Okay. Verstanden. Vorrücken. Sicher. Wie hat er denn? Ja, halt den. Gut. Weiter. Mamin Rahel! Naja, den hatte ich schon. Der lebt nicht mehr. Vorsicht, links, links! Die Frage ist, wo?
Gott sei Dank. Im Wandschrank ist noch einer. Fehlanzeige. Zielperson ist nicht hier. Verstanden, Kai. Alles gut, ich lasse dich in Ruhe so lange. Macht das Licht an und seht euch um, Leute. Raus aus den Fehlern. Alle Bravos, sammeln im Erdgeschoss. Kommandeur 3-1. Sprechen Sie. Zur Datentagung antreten. Verstanden. Schade, ich dachte, da wäre noch ein bisschen was gewesen, aber wir haben... Laufwerke und Disks in die Tasche. Papier kann mir nicht geben. Okay. Davon gibt es noch zwei mehr. Das ist eine verdammte Welt. Fertig. Medien haben niedrige Priorität. Etikettieren und weglegen. Alle Telefone sind wichtig. Ausschalten und eintüten. Klar. Scheinbar müssen wir gerade nichts tun. Geben nicht auf, oder? Negativ. Sie wollen reden. Johnny, hilf mir! Johnny, Mama! Mama, Bibi, Mama! Ich bin... Hey, lass ihn gehen. Johnny, hilf mir! Danke. Wollisch. Wollisch in der Becher. Wie ein Eldieb. Brüffet Lade. Dachte er Lade. Schukram. Pass auf sie auf. Teehaus, mir nach. An alle Stationen. Bravo bewegt sich zum Teehaus für Überprüfung. Turner, mach auf, Na, dann machen wir mal auf die Dinge, das Ding. Hier haben wir wohl ein Erdhörtchen. Alle Stationen. Keller in Gebäude 2. Gehen rein. Okay, durch die Luke. Ich gehe vor. Gute Jagd. Wir folgen dir. Ich glaube, das war nicht so gut. Echo 3-1 an Bravo 06. Tunnel eingestürzt. Statusbericht. Wir sind auf uns gestellt. Okay. Wie in alten Zeiten. Aber wir sind nicht allein. Wir sind in der Wolfshöhle. Stolperdrähte, pass auf. Langsam. Sie verstecken sich überall. Stimmen. Hörst du das? Nein. Aber sie wissen, dass wir hier sind. Ja, weil du so viel laberst. Entschärfe die Falle. Ich gebe dir Deckung. Entschärft. Noch ein Stolperdraht. Vorsicht. Schon klar. Geh, Alex. Ich geb dir Deckung. Salohorn! Halt mit der Zahl! Da läuft einer! Du bist da! Du bist da! So, den habe ich geholt. Rechte Seite! Schau hier, Mund! Ich bin da! Einer ist entwischt. Er wird die anderen alarmieren. Gehen wir weiter. So, aber die gehen mal hier mit. Ich sehe einen, den Kinische. Hab ihn. Geh nach links. Augen auf das Dach. Klatsch und Bums. Der ist in seine eigene Falle gefallen, der Junge. Abreke!
Den habe ich hier. Seite sicher. Gut. Bei mir ist ein Weg. Hinter dir. Geh nach rechts. Rechts gesichert. Okay. Wir sind sicher. Ich rieche Benzin. Hummerhorn! Ich höre nach! Bin dabei. Bist du verletzt? Bisschen angekuckelt. Sieht aus, als könnten wir durchkriechen. Fang an zu kriechen. Ich gebe Deckung. Mensch, wir laufen ja in die falsche Richtung, ne? Geh vor. Ich bin gleich hinter dir. Ja. Alex, warum hast du sie hergebracht? Ich wollte herkommen. Geh, jetzt! Ich kann sie nicht finden. Komm mit uns, Hadir! Nein, damit ist es jetzt zu spät. Zeig dein Gesicht und stirb! Hara, bitte! Diese Menschen wollen uns doch helfen! Du bist ein Lügner und Verräter! Du irrst dich! Du wirst sehen! Hadir! Hadir! Den hat es auf jeden Fall mitgenommen, den Typen. Aber da ist mir definitiv einer entwischt. Aber ich hab ihn. Schön, ich schieß Dinge durch. Aber das ist noch Minimum einer. Sie sind da drin. Die Frage ist, wo? Achtung! Rayola!
Man muss ein bisschen anders angehen, die ganze Sache. Mit. Kannst du ihn flankieren? Nee, gerade nicht. Ich schieße mit meinem Geh durch die Gegend, mein Gott. So. Sitz im Molotow. Ich glaube, das hat gerade so funktioniert. Ja. Jetzt muss ich gerade warten, bis dieses bisschen ausbrennt hier. Upsi, Entschuldigung. Hier geht's runter. Vorsicht. Ja, mal gucken, ob wir den Wolf da finden, ne?